Ja, herzlich willkommen zu einem Handballstammtisch. Ich würde sagen Handballstammtisch Spezial, weil wir sind heute hier nicht wie gewohnt in Würzburg in irgendeiner Kneipe, sondern wir sind heute hier in der Ecke Coburg bei der Damen-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Euro-Quali. Morgen ist ja Spiel in Coburg gegen Weißrussland. Und ich habe einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, nämlich die Mia Czocke. Mia, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, heute Rede und Antwort zu stehen. Ja, gerne. Hi, erstmal. Sehr schön, sehr schön. Wir wollen heute mit der Mia gerade über dich reden, über deine Vergangenheit. Du bist ja ein unterfränkisches, bayerisches Mädchen, hast in Lohrs Handballspielen erlernt. Aber bevor ich darauf gehen will, habe ich mit einer Handball-Stammtisch-Kollegin gesprochen, die bei uns im Boot sitzt, nämlich die Nathalie Gress, vielleicht kennst du sie noch. Die hat letztes Jahr ein Interview mit dir von der Mainpost geführt. Ja, genau. Ja. Und sie hat mich gewarnt, als ich ihr erzählt habe, dass ich mit dir heute reden darf, hat sie mich gewarnt und hat gesagt, Thomas, pass auf, die Mia ist ein recht powervolles Mädchen und hat es richtig faustig. Und dann habe ich gemeint, warum, wieso, weshalb? Und dann hat sie gesagt, schau mal ihren Instagram-Account an. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich fand es ganz interessant, das anzuschauen, weil du bist ja wirklich Motorradfahrerin. Du springst mit Skiern von irgendwelchen Schanzen runter. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, also von der Nathalie auch einen schönen Gruß, soll ich dir tatsächlich auch ausrichten? Danke schön, zurück natürlich. Richt mal aus, ihr werdet sehen hoffentlich. Fehlt dir da irgendwo das Adrenalin beim Handball oder ist das zu wenig? Warum liebst du solche außergewöhnlichen Sportarten? Das ist eine gute Frage, also irgendwie immer so die Geschwindigkeit, das bin da schon ein riesen Fan von, also was Motorradfahren angeht, ich liebe es einfach rumzucruisen, auch Autos, ich liebe Oldtimer zu fahren oder irgendwie mal ein paar schnellere Autos zu fahren. Und ja, Skifahren ist ja auch noch mal ein bisschen mit Springen und allem, ein bisschen Risikosportart, das ist irgendwie schon mein Ding. Aber ja, beim Handball geht es ja auch heiß her, deswegen passt es ja eigentlich ganz gut. Aber das Adrenalin, das fehlt dir beim Handball dann. Also du musstest ja nicht beim Skispringen über Schanzen irgendwie holen. Also der Handballsport, der ist schon Adrenalin. Ja, meistens schon. Also wir spielen jetzt gegen eine Bezirksliga-Mannschaft oder okay, so, wo wir dann mit 30 Toren gewinnen, dann ist nicht so viel Adrenalin dabei, aber sonst. Okay, geht mal lockerer an das ganze Thema. Ja. Interessant, also sollte sich jeder mal anschauen, den Instagram-Account von der Mia, was sie so in ihrer Freizeit so treibt, echt heiße Geschichte. Zudem habe ich auch eine Nachricht gleich am Anfang für dich bekommen von, ich nenne immer so unseren Energizer beim Handballstammtisch, der Dominik Klein, kennst du ja sicherlich. Ja, klar. Sehr bekannter deutscher, ehemalig deutscher Nationalmannschaftsspieler, der uns auch immer wegen pusht, unseren Handballstammtisch, der uns auch das Format heute ermöglicht hat. Und damit will ich eigentlich auch gleich einsteigen, weil der Dominik hat uns eine schöne Sprachnachricht und auch eine Frage an dich gestellt. Okay. Und mit der möchte ich einfach mal beginnen. Servus aus München, hier ist der Dominik. Liebe Mia, du bist ja gerade bei den Stammtischbrüdern vom Handballstammtisch. Ich bin ein Freund dieses Formats, durfte selber auch schon dabei sein und mir macht es unglaublich viel Spaß, über Handball in Bayern zu sprechen. Jetzt habt ihr morgen das Länderspiel. Ich freue mich drauf, bin gespannt, was ihr für ein Ergebnis einfahrt. Ist ja doch ein wichtiges Spiel für die EM. Aber ich möchte gern wissen, was so dein Werdegang war. TSV Lohr sieht man bei Wikipedia zumindest. Aber erzähl doch mal, wie es so in den Auswahlmannschaften war, welche Trainerin du hattest und was so deine Gefühle zu Bayern sind und ja, wie du aufgewachsen bist. Ich freue mich, das zu hören und viele Grüße, euer Dominik. Ciao, ciao. Also okay. immer wieder eine schöne Geschichte. Ja. Vielen Dank an der Stelle, Dominik, wieder für deine Videobotschaft an die Mir. Kannst du uns ganz kurz ein bisschen erzählen, so was dich so an Bayern erinnert? Du spielst ja beim TSV Bayern 04 Leverkusen in der Werkself, in der ersten Bundesliga. Bist ja nicht mehr so nah an deiner Heimat dran. Was verbindet dich noch mit deiner Heimat? Denkst du da gerne dran zurück? Und auch wie ist es eigentlich bei dir alles so losgegangen? Okay, also jetzt fange ich erstmal an mit dem Weg, wie ich da hingekommen bin. Also erstmal habe ich bei Lohr gespielt, das ist ja eine totale Handballstadt eigentlich, also Fußball ist da jetzt nicht groß und ja, der Männerverein vom Lohr war ja auch nicht schlecht mit Bayernliga, jetzt auch wieder. Genau. Und da war es eigentlich normal, dass man in der Jugend auch Handball spielt. Und dann habe ich da mit 3-4 Jahren angefangen und habe auch erstmal am Anfang mit den Jungs mittrainiert, so wie es halt ist irgendwie. Und
ja, dann waren halt so die ersten Turniere mit Unterfrankenauswahl und dann Bezirke-Turniere, wo man dann doch irgendwie in die Bayern-Auswahl reinrutscht, wenn man etwas besser ist oder sich hervorheben kann. Genau. Und dann ging das eigentlich schon relativ schnell. Dann wurde ich auch bei den älteren Spielern mitgenommen, also Jahrgänge vor mir, 97er Jahrgang, ich bin 98. Ja. Und habe dann Bayern vertreten erstmal und dann wurde ich halt irgendwie über diverse Sichtungen da mitgenommen und habe es dann in die Jugendnationalmannschaft geschafft. Und dann war ich, glaube ich, so 15, 16, wo ich mich dann entscheiden musste, wie ich das machen will mit Lore und Leistungssport verbinden. Genau. Und dann habe ich mich damals entschieden, dass ich dann doch nach Leverkusen wechsle, um einfach diesen ersten Schritt in Leistungssport zu machen und intensiver zu trainieren als in Lohr, wo einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und dann bin ich nach Leverkusen gewechselt aufs Internat und dann habe ich das ein bisschen intensiviert sozusagen. Ja, und die ganzen, klar, das waren mit diesen ganzen Sichtungen und Auswahl und es war ja auch viel los damals, viel Auswahltraining gehabt. Ich weiß noch, dass ich freitags immer in Erlangen war, bei der Frau Placht und Frau Lurz. Also da haben wir auch ganz gezielt mit den ganzen Jungs trainiert und ja, das nimmt man natürlich dann auch alles mit. Und da denke ich auf jeden Fall noch relativ viel dran. Und auch an meine Heimat, da hab ich natürlich noch viel Verbindungen auch mit meiner alten Mannschaft. Okay. Treffe ich mich manchmal mit welchen oder mit der Familie. Ich höre dann auch mal gerne, ja, wie hat jetzt Lohr gespielt? Spielen die jetzt noch Bayernliga oder wie es bei denen so läuft? Also ist schon ganz cool immer. Vermisst man, ich meine, du bist mit 16 dann nach Leverkusen gegangen, erstmal in den Jugendbereich, wurdest dann aber auch schon in die zweite Mannschaft, in die dritte Liga mit reingenommen. Vermisst du irgendwas ganz speziell an der Heimat, also außer, ich denke, die Familie? Ja, manchmal so dieses Weißwurstfrühstück oder sowas, das gibt es in Leverkusen nicht. Okay. oder so bayerisches Bier. Okay. Aber sonst vermisse ich eigentlich nicht so sehr viel. Okay, du sagst gerade eben mit Spielerinnen oder du hast noch Kontakt teilweise zu Mitspielerinnen. Wie macht man das? Wahrscheinlich WhatsApp und so weiter? Genau, oder WhatsApp, du sagst, du triffst dich auch mal. Wie oft bist du auch in der Heimat? Ist ja doch nicht so oft Zeit. Nee, tatsächlich nicht so oft. Also wir haben viele Wochenende, wo wir einfach weg sind. Aber wenn ich mal eins finde, dann sage ich schon, dass ich mal nach Hause fahre. Meine Eltern freuen sich natürlich sehr. Und dann melde ich mich bei meinen ganzen Freunden oder, keine Ahnung, die schreiben mir dann immer, die wissen immer alle Bescheid, dass ich in Lohr bin. Und dann trifft man sich meistens in Gruppen oder sowas. Und dann sieht man irgendwie alle, obwohl man sich gar nicht so verabredet hat, aber dann kommen irgendwie alle dazu. Das ist irgendwie ganz cool immer. Ist ja doch noch recht kleine Stadt, genau. Lohr, von daher ist es ja recht einfach. du hast gerade angesprochen, Trainerinnen und so weiter haben sicherlich das ein oder andere Auge schon auf dich gehabt oder auch dein Talent gesehen. Hast gerade selber gesagt, bist ein 98er Jahrgang, wurde schon in den 97er Jahrgang mit reingenommen. Gibt es so gewisse Trainer oder auch Trainerinnen, wo du sagst, die haben dich wirklich nach vorne gebracht, die haben dich gepusht, die haben dich an die Hand genommen? Also was mir jetzt als erstes einfällt, ist natürlich die Frau Placht, bei der ich auch sehr viel Vertrauen bekommen habe damals. Also ich glaube, Lohr ist dann doch ein Verein, der ein bisschen kleiner ist im Vergleich zu anderen in Bayern tatsächlich. Mhm. Und als junge Spielerin hat man weniger Selbstbewusstsein auch. Und die Frau Placht hat mich da schon immer sehr unterstützt, hat vielleicht auch mein Talent früh erkannt. Mhm. Und deswegen habe ich da echt viel Verantwortung bekommen. Und die hat mir dann sehr, sehr viel Hilfe an die Hand gegeben, dass ich auch den Weg mache. Mhm. Und da denke ich auch gerne zurück. Und die hat mich auch immer aus Unterfranken mitgenommen nach Erlangen, wo ich dann immer hingefahren bin zu den ganzen Trainingseinheiten, was mir natürlich dann geholfen hat. Meine Eltern konnten mich ja jetzt nicht überall hinfahren, also es war schon toll auf jeden Fall. Hat es schon gepasst, also da kommt es ja gerade gut. Ich meine, ich wusste ja jetzt schon seit längerem, dass wir uns heute unterhalten. Ja. Und wenn man ein bisschen recherchiert, hast du ja die Steffi Placht auch öfters auch mal in Interviews genannt und so weiter. Und ich habe mich gestern mal mit ihr kurz geschlossen übers Telefon. Okay. Wir haben versucht, dass sie mir eine Videobotschaft schickt, hat leider nicht geklappt. Die Steffi ist so da nicht so ganz affin. Okay. Hätte dann eher die Liane Lutz gemacht, aber aufgrund der Kürze, dass wir jetzt heute zusammensitzen, hat es einfach nicht mehr geklappt. Aber an der Stelle erstmal viele, viele Grüße soll ich dir von der Steffi ausrichten. Danke. Sie ist heute noch sehr, sehr stolz darauf, dass sie so ein Teil
sein durfte, um dich jetzt da im DHB-Team zu sehen. Also da ist er wirklich sehr stolz drauf und freut sich da auch. Soll dir aber auch gleich sagen, dass er leider morgen beim Spiel gegen Coburg nicht da sein kann, weil es eine Terminüberschneidung gibt. Aber die Liane Lutz wird da sein. Okay. Also da trefft er euch vielleicht. Aber die Steffi hat mir natürlich auch so die ein oder andere Anekdote mal über dich erzählt, was ich auch sehr interessant fand. Du hättest mal gesagt, für ein Training oder ein Auswahltraining mit der Steffi Placht würdest du sogar nach Oberhaching ins Training laufen. Ist das so? Ja, ich war früher schon sehr ehrgeizig. Also ich wollte nie eine Trainingseinheit verpassen. Also ich hätte mich da immer riesig geärgert, wenn ich was verpasst hätte oder wenn man mal krank ist kurzfristig oder sowas. Also ich bin da schon jemand, der muss dann einfach hin und okay. So war das damals. Weil du es gerade ansprichst, Ehrgeiz. Das ist ja auch immer wichtig, so den jungen Mädchen, die vielleicht auch zuschauen, ein bisschen was zu vermitteln. Wie, wenn du so deinen Werdegang nochmal beschreiben müsstest, was müssen so für Eigenschaften denn da sein, damit man wirklich den Sprung, ich sage jetzt mal außer klar Talent, das man mitbringen muss, aber was würdest du einer jungen Spielerin sagen, die morgen in Coburg zu dir kommt und sagt, ich möchte auch mal so werden wie du bist ein Vorbild, was muss ich dafür tun? Okay, also klar, als erstmal ein paar Werte sind schon wichtig, die man haben sollte. Also klar den Ehrgeiz, mehr zu machen zu wollen als vielleicht andere Spieler in dem Alter oder vielleicht mehr Trainingseinheiten, mehr Aufwand da reinzusetzen und viel mehr Energie. Was natürlich auch wichtig ist, ist die Zielverfolgung, also dass man gewisse Ziele hat. Also man sollte schon wissen, was man erreichen möchte. Also ich hatte damals schon gewusst, dass ich vielleicht irgendwann mal Nationalmannschaft spielen möchte. Oder es war so mein Traum als Kind. Muss ich kurz einhaken, hast du, glaube ich, schon, habe ich auch von der Steffi gehört, oder im Kindergarten all das, glaube ich, genau, in einem Interview auch mal so gesagt, bei der Nathalie Kress, bei der Mainbord. Ja. War das schon so, also war das so eine Vision schon, die du im Kindergarten gehabt hast? Ja, irgendwie schon. Also ich wollte das irgendwie schon immer so, mein Nationaltrikot haben. Und dass ich es jetzt geschafft habe, ist natürlich cool. Ja, Wahnsinn. Aber ich hatte es schon irgendwie immer vor Augen und dass man irgendwie so seinen Traum erfüllen möchte. Das sollte schon einem auch wichtig sein, dieses Ziel. Ja. Und auch, was ganz wichtig ist, auch vielleicht den Mut für Schritte, also für nächste Schritte. Damals für mich war das auch ein Riesenschritt, einfach nach Leverkusen zu ziehen als 16-Jährige. Ja. Aber ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass es das Wichtigste war bis jetzt in meiner Entwicklung oder genau. Kannst du uns da kurz zwei, drei Sätze dazu erzählen? Ich meine, es ist nicht allzu üblich, dass man als 16-Jährige das Elternhaus verlässt, dann nach Leverkusen geht, von Lohr so weit weg, erstmal, also gefühlt. Wie geht es da los? Warst du da in einer WG, in einem Wohnheim? Beschreib doch kurz mal zwei, drei Sätze darüber, wie das da angefangen hat. Ja, genau. Also erstmal fiel halt die Frage so, ob ich jetzt irgendwie weitermachen möchte mit Leistungssport oder ob ich halt jetzt in Lohr bleiben möchte und erstmal so ein bisschen hobbymäßig spielen möchte. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen umgeguckt oder auch Scouts sind zu mir gekommen. In welche Vereine ich möchte. Und dann habe ich halt geschaut, ja, Leverkusen ist geografisch jetzt nicht so weit weg. Also ist jetzt nicht oben bei Hamburg oder keine 4 Stunden Fahrt, was jetzt nicht so weit wäre. Genau. Und dann habe ich mir mehrere Probetrainings angeschaut in verschiedenen Vereinen und Leverkusen war eigentlich ganz, ganz cool, hat mir gut gefallen. Und das Wichtigste ist natürlich das Konzept, dass da irgendwas hinten dran steht, also vom Internat oder WGs. Und da ich damals schon relativ reif war, auch für 16, habe ich gesagt, ich möchte in eine WG ziehen. Ich war auch eine der wenigen Handballerinnen, die dann relativ alleine gewohnt haben, also natürlich mit Betreuung, aber nicht im Vollzeitinternat. Und das war auf jeden Fall ganz cool. Man hat seine Freiheiten, man lernt auf jeden Fall damit umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte dann nie Riesenprobleme mit Einkaufen oder sonst was. Da hat man auf jeden Fall Unterstützung von Mitspielern, vom Internat auch. Also das geht eigentlich alles reibungslos. Ja. Also kann man das auch den jungen Damen mitgeben, wirklich Mut zu haben zur Veränderung. Und ich glaube, du nimmst da jedem gerade ein bisschen auch die Angst, zu sagen, man bekommt da Unterstützung. Man muss nicht allein zum Einkaufen gehen oder so. Also ne, da ist auf jeden Fall jemand da, der sich um einen kümmert. Du hattest aber auch mal eine schwierige Zeit, habe ich gelesen. Ist jetzt noch nicht allzu lange her. Du hast mal ans Aufhören gedacht. Genau.
denke auch, klar, du berichtest ja gerade davon, Mut zu haben, sich zu ändern. Ich denke, es ist auch mit viel Aufwand behaftet, das Ganze, Nationalmannschaft, erste Liga im Handball. Ist natürlich dann, wenn sowas mal im Kopf rumgeht, schon eine harte Geschichte, finde ich. Wenn so ein Gedanke erstmal aufkommt, wie kam es dazu oder was waren da so die, ja, also warum kam der Gedanke überhaupt auf? Das ist eine schwierige Frage. Also es war irgendwie damals so, vom Sprung von der dritten Liga in die erste Bundesliga ist nicht einfach. Also ich würde sagen, das ist schon sehr schwer. Und dann kommt man natürlich von einer Jugendmannschaft oder von einer zweiten Damenmannschaft, wo auch viele junge Spieler sind, in eine ältere Mannschaft, wo vielleicht 30-Jährige sind, 32-Jährige. Da muss man natürlich auch erstmal mit umgehen können, wenn man das nicht gewohnt ist. Und es fiel mir sehr schwer. So, da geht es halt schon ein bisschen darum, Ältere vor Jüngeren und Respekt einfach, und alles. Genau. Also was, Autorität. Genau. Und, so. Und das fiel mir damals sehr schwer. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie respektlos ist oder unhöflich ist. Ja. Aber man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen. Und dass man vielleicht erstmal nicht als erstes spielt oder erstmal auf der Bank sitzt oder viel trainieren muss, damit man auch mal ein bisschen Verantwortung bekommt und auch Vertrauen. Und damit muss ich erstmal zurechtfinden. Aber das. Wie ging das dann los? Warst du dann die Mir, die dann den Ballsack tragen musste oder den Wasserkasten zuerst? Was waren so deine ersten Aufgaben als Küken in so eine Bundesliga-Mannschaft reinzukommen? Tatsächlich musste ich, glaube ich, erstmal den Ballsack tragen. Also Torhüter und die Jüngsten müssen immer die blöden Aufgaben machen, so war das am Anfang bei uns. Ja, da wöhnt man sich ja dran. Ich meine, es ist ja normal, dass die jüngeren Spieler sowas machen müssen. Ja, genau. Sollte so sein, ist auch so meine Meinung, aber man hört ja immer mehr, dass so diese Hierarchien in den Mannschaften verloren gehen, es sollen alle so gleichgestellt sein, aber du würdest jetzt auch bestätigen, dass sowas dich geprägt hat und dass das auch genau so, wie es war, auch wenn du nicht gespielt hast, wenn du erstmal Ballsack getragen hast, trotzdem dich irgendwie weitergebracht hat. Ja, ich glaube auch, wenn man das dann durchsteht, so eine Zeit oder erstmal auf der Bank sitzt, ich meine, das ist auch nichts Schönes und da muss man auch erstmal mit klarkommen. Aber wenn man da irgendwie rauskommt, immer mehr Spielanteile bekommt und sowas, dann fühlt man sich noch viel stärker. Also aus dem Tief wird man dann noch ein weiteres hochgehen und das hat mich dann schon geprägt. Danach hat es auch alles reibungslos geklappt. Also ja. Merkt man jetzt, ne? Genau. Nationalmannschaftsspielerin, gut, bist damals ja auch nachgerückt, weil eine Mitspielerin verletzt war, aber trotzdem, ja. Ich meine, nicht umsonst sitzen wir heute hier und du hast das deutsche Wappen auf der Brust tragen. Ich habe es mir aufgeschrieben, du hattest dann, wie gesagt, dein Bundesliga-Debüt gegen den HC Leipzig. Was hat es dir dann bedeutet, da wirklich dein erstes Spiel? Wie war die Vorbereitung da? Ich meine, man weiß, jetzt ist das erste Bundesligaspiel für mich, das ist was ganz Großes. Würde mich mal interessieren, wie, wenn du da nochmal zurückschaust, wie ging das bei dir los? Was hat es am Tag da mit dir gemacht? Man sitzt meistens als Jugendspieler irgendwie auf der Bank und weiß nicht, ob man reinkommt oder nicht. Also man trainiert sehr viel vorher mit. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich davor auch ein Spiel hatte mit der dritten Liga. Bei uns ist es meistens so, dass wir Heimspiele haben am Sonntag. Und um, keine Ahnung, 14 Uhr spielt die dritte Liga, also unsere zweite Damenmannschaft. Und danach die erste. Und dann war irgendwie ein Platz im Kader frei oder was auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich wusste, dass ich wahrscheinlich mitspielen werde, aber habe mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Und dann bin ich reingewechselt worden und das war ein cooles Erlebnis. Also ich habe mir da eigentlich nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber war schon toll. Und auch einfach zwei Spiele an einem Tag und dann noch das Debüt feiern, das war schon ein krasses Erlebnis auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Wie kann man sich denn so einen Alltag dann vorstellen? Ich meine, wir vergleichen ja oft auch mit den Männern und so weiter, das sind alles Vollprofis. Wie sieht so ein Alltag von einer Bundesligaspielerin aus? Ich habe mir notiert, du studierst, denke ich, aktuell auch noch Wirtschaftspsychologie an der Uni in Köln. Genau. Erzähl uns doch mal, wie im Damenbereich so ein Tagesablauf aussieht und wie oft da eigentlich halt auch trainiert wird in der Woche. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, also wir haben um die 8-mal Training in der Woche. Mit 3 Athletikeinheiten und 5-mal abends. Also von Montag bis Freitag haben wir jeweils Abendstraining, Handball spezifisch.
ja, Anfang der Woche meistens Laufarbeit oder mehr individuell und dann am Ende der Woche viel Taktik halt fürs Spiel vorbereiten. Mhm. Und morgens haben wir Krafttraining von 8 Uhr bis 10 Uhr. Mhm. Oder halt Intervalle, die wir laufen müssen, irgendwelche Stabi-Übungen. Mhm. Und das Montag, Dienstag, Mittwoch meistens. Und ja, dazwischen ist auch ein straffer Zeitplan. Also ich bin von 8 Uhr bis 10 Uhr meistens im Kraftraum, dann von 11 Uhr bis 17 Uhr in der Uni. Mhm. Und dann muss ich schon los aus Köln zum Training, um 18 Uhr bis 20 Uhr Training. Ja. Also es ist schon meistens ein voller Tag. Knackiges Programm, ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja oft so, im Männerbereich wird da oft gerade diskutiert über die Spielerbelastung und so weiter, gerade bei den Mannschaften, die immer oben stehen. Wie schätzt du, oder wie ist das bei euch im Damenbereich? Ist die Belastung, du bist jetzt 21 erst, aber und bist jetzt aber auch schon voll im Nationalteam dabei und so weiter. Wie ist da die Belastung, würdest du auch sagen, dass im Damenbereich das ähnlich ist wie im Herrenbereich? Also ich denke, es kommt natürlich darauf an, in welchem Verein man spielt. Mhm. Also ob man jetzt Champions League spielt, Europapokal oder einfach nur Bundesliga, wo man dann ein Spiel in der Woche hat im Vergleich zu Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, wo man weniger Training hat und weniger Regeneration. Also ich denke schon, dass die Belastung sehr hoch ist und ja, das schon manchmal ein schwerfällt zu regenerieren. Mhm. Ja, also muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe mich über den TSV Bayer 04 Leverkusen jetzt nur informiert, dass du logischerweise da spielst. Spielt ihr Champions League oder Pokal oder ja, also spielen, europäisch? Genau, wir spielen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal europäisch und haben jetzt schon, wir sind da in der Quali, Europapokal-Quali reingerutscht und ja, hatten jetzt auch schon unsere ersten zwei Spiele. Okay. Haben wir hoch gewonnen, aber jetzt kommen die K.O.-Spiele erstmal, weil wir noch nicht ganz im Europapokal drin sind. Okay. Ja, und dann spielen wir halt einfach mal mittwochs in der Bundesliga. Das heißt weniger Training, dann Donnerstag, Freitag trainieren nochmal. Ja. Natürlich ein bisschen zurückgeschraubt mit der Belastung und dann Samstag meistens Spiel oder Sonntag. Also es ist schon viel Belastung, hohe Belastung auf jeden Fall. Also, und viel rumreisen. Und genau. Alles. Fühlst du jetzt so das erste Mal so richtig, weil wir es gerade davon haben, von so einer Belastung, von so einer Mehrbelastung, das wirst du jetzt das erste Mal so richtig kennenlernen? Ja, ich denke, also ich werde es jetzt kennenlernen. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel darüber sagen, aber ich würde sagen, ich bin jung und fit, deswegen sollte es kein großes Problem sein für mich. Mitnehmen, was geht einfach. Genau. Vielleicht, wenn wir in 5 Jahren da sitzen, reden wir nochmal darüber. Ja, wahrscheinlich geht es über das Thema. Mal schauen, ob du da noch genauso derselben Meinung bist. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Aber europäisch ist ein gutes Stichwort. Jetzt spielst du international oder europäisch-international. Jetzt hattest du am 29. September letzten Jahr, also fast vor einem Jahr, würde ich sagen, dein Nationalmannschaftsdebüt gegen Russland, habe ich mir aufgeschrieben. Wie du jetzt dazu gekommen bist, haben wir ja gerade schon gehört. Das war ja eine Verletzung von einer Mitspielerin. Du bist nachgerückt in den Kader dann damals. Ja. Und mich würde aber da mal interessieren, wenn du jetzt so 365 Tage gerade zurückschaust, was hat diese Nominierung mit dir gemacht? Boah, also das war schon ein Riesentraum, der für mich in Erfüllung geht. Dann fangen wir vielleicht vorher noch an. Wie hast du dann von der Nominierung erfahren und was hast du dann im Anschluss an das Telefonat vielleicht mit dem Bundestrainer gemacht? Hast du die Sektkorken krachen lassen oder bis zum Feierngang mit Freundinnen? Oder wie war das? Lass uns da vielleicht kurz mal einen Einblick geben. Also ich glaube, ich wurde erstmal eingeladen zum Lehrgang fürs Spiel gegen Russland. Da wurde ich normal eingeladen, also nicht nachnominiert. Mhm. Okay. Da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut, weil ich davor auch ein Turnier hatte mit der Juniorennationalmannschaft und dann gibt es ja dann eigentlich so ein Ende. Also es geht ja nicht weiter in die A-Nation automatisch. Die meisten Spieler spielen dann Bundesliga und müssen sich dann irgendwie später irgendwie rankämpfen. Ja. Und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass ich dann auf dieser Liste stehe. Ich denke, mit Henk haben wir natürlich einen Trainer, der sehr viel die Jugend unterstützt, junge Spieler. Und da hatten, glaube ich, 3-4 Spieler ihr Debüt. Ja. Und das war natürlich eine tolle Nachricht für mich einfach. Ich habe mich riesig gefreut, auch wenn es erstmal nur ein Freundschaftsspiel war, aber war schon der Anfang. Fantastisch. Ja, genau, das war so der Anfang, die ersten Schritte da rein ins Nationalmannschaft, in die Nationalmannschaft, genau. Cool, und jetzt, wie gesagt, bist du ein Jahr jetzt schon dabei.
Merkt man irgendwie, dass du da deine Persönlichkeit weiter nach vorne entwickelt hast oder dass das da irgendwie was mit dir ausgelöst hat? Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Ja. Und mich jetzt natürlich immer mehr reinkämpfen. Am Anfang ist man vielleicht noch ein bisschen unsicher, weil man einer der Jüngsten ist und weniger Selbstbewusstsein hat und sich erstmal so ein bisschen reinspielen muss. Aber dann mit der Zeit wird es dann auch besser und fühlt sich sicherer und möchte natürlich auch irgendwie Bestandteil der Mannschaft bleiben. Genau. Jetzt habt ihr ja ein recht straffes Programm vor euch stehen mit der Nationalmannschaft, das ist die EM-Quali. Mhm. Dann ist nächstes Jahr die WM, dann eventuell Olympische Spiele, vielleicht, Fragezeichen, wissen wir alle noch nicht, wir hoffen es. Wie bereitest du dich jetzt auf die bevorstehende Zeit vor? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, du musst dich da besonders jetzt konzentrieren, damit du da in allen drei Turnieren mit am Start bist? Nee, ich denke, dass man da sich jetzt nicht besonders vorbereiten muss. Also klar, man muss wissen, was für Ziele man hat und wo man vielleicht noch dran arbeiten muss. Also man sollte natürlich immer athletisch auf dem Top-Level sein und immer fit sein und vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren als die anderen, vielleicht auch im Verein. Mhm. Und dann sich natürlich in der Bundesliga, wo der Trainer dann sehen kann, wie man spielt, sich präsentieren oder auch gute Spiele abliefern. Ja. Vielleicht auch einfach Gespräche führen mit Trainer, was gut ist, was nicht, was man verbessern muss, wo er die nächsten Entwicklungsschritte sieht. Und dann kann man daran arbeiten und sich dann hier natürlich im Training beweisen und zeigen, ja, man möchte mitgenommen werden. Und das mache ich jetzt gerade und dann schaue ich einfach. Ja. Wie fühlst du dich aktuell? Gut? Also wie läuft das Training? Ist der Trainer zufrieden mit dir? Gibt es noch Verbesserungspotenziale? Ich hoffe mal, dass der Trainer mit mir zufrieden ist. Ich gebe immer Gas, ich glaube, das sieht er auch. Ja. Ich gehöre natürlich noch zu den Jüngsten. Manchmal verstecke ich mich vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, das kommt immer mehr, dass ich dann auch mehr aus meiner Haut raus. Genau, sehr schön. Jetzt kommt es morgen zum Spiel, ich sage es in Anführungsstrichen, zum Heimspiel in Coburg. Du wirst es ja nicht so gerne hören, Heimspiel ist ja nicht in Lohr. Ja. Wie freust du dich da jetzt da morgen drauf, da zu spielen? Kommen Bekannte, Verwandte, Familie? Hast du deinen ganzen Freundeskreis eingeladen? Also es sitzt dann natürlich nicht so nah an Lohr, es ist, glaube ich, noch anderthalb Stunden zu fahren. Ja, genau. Aber Familie kommt auf jeden Fall, mein Bruder, die Freundin und meine Eltern. Ja. Und ich glaube auch noch meine alte Mannschaft kommt. Okay. Und dann noch mit ein, zwei habe ich geschrieben, dass sie vorbeikommen möchten, mit denen ich Auswahl gespielt habe. Ja. Oder ich denke ja auch, ich dachte, Frau Blacht kommt auch vorbei. Das ist nicht so, aber Frau Lurz zum Beispiel. Also ich denke schon, dass ich da einige sehen werde, die mich kennen oder die ich kenne. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig. Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du am meisten nervös bist, wenn du irgendwie vor deinen Eltern spielen musst. Stimmt das? Also bist du jetzt heute vielleicht noch nicht, das wird aber morgen eventuell losgehen. Bist du nervös? Also wie fühlst du dich? Ja, kribbelt's? Also nein, das jetzt nicht. Aber ich möchte dann meistens zeigen, dass ich gut spielen kann und natürlich meine Leistung abrufen können und dann meinen Eltern umso mehr zeigen, weil die mir ja so viel geholfen haben auf diesem ganzen Weg. Ja. Dann irgendwie ist es immer von meinen Eltern, wo ich dann irgendwie besonders gut spielen möchte. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Mach dir nicht zu großen Druck. Genau. Nee, ist das, das kriegst du, das kriegst du auf jeden Fall schon hin. Lass uns aber auch noch mal ganz kurz in die Zukunft schauen. Ein, zwei Punkte noch. Ich habe es gerade eben schon mal angesprochen. Tokio 2020 steht zumindest im Kalender Olympische Spiele. Ja. Wie präsent ist das jetzt schon für dich? Also bei mir, wenn ich das höre, bin ich schon übrigens, also kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut. Er ist ja doch für alle Sportler, wenn man so hört, eigentlich das größte Event überhaupt. Du willst sicherlich dabei sein. Ja. Hast du ja gerade schon gesagt, die Leistung wird es dann bestätigen, ob du im Kader bist. Aber wenn du da in die Zukunft schaust, was stellt es mit dir an, wenn du weißt, nächstes Jahr könntest du in Tokio dabei sein? Ja, das wäre schon ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Also nochmal. Wow, also ich glaube, das ist das Ziel jedes Sportlers, dabei zu sein. Ja. Und ich glaube, dafür machen wir es auch alle. Das ist für so ein riesen Event. Und wenn ich dran denke, das wäre schon cool. Und ich denke, da werde ich nochmal richtig Gas geben, mich zu zeigen und dann schauen, vielleicht klappt es ja. Also wir wünschen dir es auf jeden Fall heute schon mal. Wir sind da echt gespannt, ob du da dabei bist. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist das Allergrößte, da dabei zu sein. Von daher, was sind so deine Zukunftspläne, vielleicht auch persönlich oder auch jetzt nicht unbedingt auf Tokio hinsichtlich gesehen, sondern was willst du so in der Zukunft
machen? Willst du eventuell auch nochmal im Ausland spielen? Gibt es da irgendwie Verträge oder irgendwas? Was sind so deine Zukunftsziele, sage ich mal? Ja, also dadurch, dass ich jetzt noch studiere, möchte ich erstmal mein Studium abschließen in Köln. Also ich studiere jetzt noch 2 Semester. Das heißt, im Sommer wäre ich jetzt eigentlich zu Ende dann, nächsten Sommer. Hm. Und mein Vertrag läuft auch aus. Okay. Bei Leverkusen. Und ich halte mir die Zukunft erstmal offen. Also klar hat man dann gewisse Angebote aus dem Ausland, hier aus Deutschland, schaut sich das an, aber also ich kann jetzt noch nicht sagen, die Saison ist auch noch frisch. Man weiß nie, wie sich das entwickelt. Genau. Ob man jetzt irgendwie in Tief fällt, hoch fällt. Ja. Ja, genau, also gucken einfach, aber ich bin offen. Für alles. Ja, schau einfach. Aber Ausland wäre natürlich nochmal ein großer Schritt, wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob ich das jetzt schon machen würde. Wir haben gehört vom Dominik Klein, ist er mit seiner Frau nach Nantes. Mhm. Da soll es auch eine super Handballmannschaft geben in der französischen in der französischen ersten Liga. Mhm. Vielleicht nimmst du da mal Kontakt mit auf. Aber erstmal bist du in Leverkusen. Ja. Hoffentlich vielleicht auch noch länger. Ja. Wir drücken dir auf jeden Fall, also ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal echt voll die Daumen für morgen, für Coburg. Ich habe noch eine letzte Geschichte, und zwar haben wir ein paar Zuschauerfragen eingesammelt, die ich gerne noch mit dir durchgehen würde. Es sind auch nur 2. Okay, Dann. Beim nächsten Mal hoffentlich dann mehr. An alle Zuschauer, an alle Follower von uns, das nächste Mal bitte hier mehr Gas geben, wenn wir schon mal die Mia neben uns sitzen haben. Aber ich habe eine Frage aus Lora-Kreisen. Okay. Ob du eher die Lora-Festwochen bevorzugen würdest oder den Karneval in Köln? Boah, das ist echt eine schwere Frage. Bist du so ein Jeck? Nee, also, eigentlich nicht. Also dadurch, dass ich da nicht aufgewachsen bin, feiere ich jetzt die Musik nicht so sehr. Okay. Aber wir wohnen direkt in diesem Viertel, also in der Zülpicher Straße, wo jetzt alles los ist in Köln und alle Studenten, das ist schon ganz witzig. Okay. Ist halt Masse einfach. Ja. Und in Lohr ist es natürlich auch cool. Also ich glaube, ich würde die Lora-Festwoche präferieren. Okay. Ja, also ein großes Lob genau. an die Lora. Ja, weil man auch einfach jeden kennt. Also wenn man da in der Halle ist und sein Bier in der Hand hat sozusagen, dann kennt man jeden und ist nicht unter Tausenden. Also hier ein großes Lob an die Lora, die freuen sich. Weil du es gerade sagst, dass du Bier trinkst, fällt mir gerade spontan die Frage ein, Lora-Pilz oder dann doch eher das Kölsch? Kölsch, okay. Eine letzte Frage noch. WM-Gold oder bei den Olympischen Spielen dabei zu sein? WM-Gold. WM-Gold. Ja. Das wäre jetzt so das Nächste auf jeden Fall. Ja, das wäre schon eine Medaille. Ist, glaube ich, auch cool, so Weltmeister sich zu nennen. Ist auch nice. Also, auf jeden Fall. Ist auch nice. Mir, ich wünsche dir auf jeden Fall für das WM-Gold viel Glück. Und dann auch, dass du bei den Olympischen Spielen dabei sein darfst. Wir werden dich weiterhin verfolgen. Ich hoffe, wir können auch weiter irgendwie in Kontakt bleiben. Vielleicht treffen wir uns nochmal nach WM-Gold oder jetzt nach der EM-Quali. Je nachdem, werden wir mal schauen. Müssen wir mit den Verantwortlichen vom DAB reden. Mir hat es mega Spaß gemacht. Es war sehr kurzweilig. Dir drücken wir alle Daumen für Coburg jetzt erstmal morgen und dann Sonntag ja Kosovo. Ist ja das nächste Spiel, wo du dabei bist oder wo ihr spielt. Ja. Ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Teilt, liked unsere Beiträge. Wir werden auch im Podcast zu hören sein. Auf unseren anderen Social-Media-Kanälen dann in Bewegtbildern von hier aus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Mia, dir vielen Dank für die Zeit. Danke an den DHB, dass er uns das möglich gemacht hat. Danke an Dominik Klein. Und wir hören uns bald wieder demnächst aus irgendeiner Kneipe in Würzburg. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis demnächst. Macht's gut.